In Gedanken versunken, rollte sie eine Strähne ihres Haares immer wieder auf einen Finger auf. Es war ganz schön gewachsen. Noch nicht so lang wie Julis, aber mittlerweile reichte es ihr bis auf die Schulterblätter hinab. Sie hatte sich erst wieder abschneiden wollen. Doch dann hatte TK gesagt, dass es sehr hübsch aussah. Und da hatte sie es sich noch einmal anders überlegt. Warum eigentlich? Seufzte sie. Er war den ganzen Tag so lieb zu ihr gewesen. Und nun würde er auch heute Abend ihretwegen bleiben. Immer kam sie bei ihm an erster Stelle. Manchmal kam sie sich ganz schlecht deswegen vor und hatte Angst, dass sie ihm irgendwann einmal lästig werden könnte. Aber dann lächelte er sie an und alles war wieder gut. Sie wusste, dass er würde sie niemals alleine lassen. Vor Jahren hatte er einmal gesagt, sie verließe sich viel zu sehr auf ihren großen Bruder. Doch mittlerweile hatte sie viel mehr den Eindruck, sich mehr auf TK zu verlassen, als irgendjemanden sonst, und sie wäre hilflos ohne ihn. Sie wusste, wenn sie Probleme hatte, würde er alles tun, um ihr zu helfen. Und sie wusste nicht, wie es sein würde, wenn das eines Tages nicht mehr so sein würde. Bei diesen Gedanken schüttelte sie heftig den Kopf. Bloß nicht daran denken. Alles in Ordnung? Fragte Taisi, von der Gitarre aufblickend. Sie nickte und schenkte ihm eines ihrer strahlendsten Lächeln. Schaffte sie es da denn immer nur allen... Entschuldigung, nochmal von vorn. Sie nickte und schenkte ihm eines ihrer strahlendsten Lächeln. Schaffte sie es denn immer nur allen Sorgen zu bereiten? Ihre Mutter stellte eine Tasse Tee vor ihr ab. Und es ist wirklich okay für dich, wenn wir gehen? Wir können auch bleiben, versicherte sie sich zum dritten Mal an diesem Tag. Ach was, geht ihr nur. TK bleibt doch bei mir. Es macht mir nichts aus, ehrlich. Und nächstes Jahr komme ich dann wieder mit. Ihre Mutter strich ihr aufmunternd über den Kopf. Gerade so, wie sie es vor ein paar Stunden bei Gatomon getan hatte, und wendete sich dann ihrem Sohn und dessen besten Freund zu, um ihnen zu sagen, dass sie sich schon einmal anziehen sollten und um mitzuteilen, dass er besser keine Musikkarriere anstreben sollte. Eine halbe Stunde lang war großes Chaos angesagt, weil fast alle Bewohner der Hütte hin und her liefen, um ihre vorher achtlos in die Gegend geworfenen Schuhe, Schneehosen, Mützen, Schals und so weiter zu finden, Verwechslungen nicht ausgeschlossen. Kari sah ihnen vom Sofa aus zu und trank in kleinen Zügen ihren Tee. Gatomon und Patamon hatten sich in die Küche verzogen, um dort den Rest der Kekse aufzuessen, die man am Vortag gebacken hatte. Nachdem TK kurz mit Tai über irgendetwas gesprochen hatte, half er seinem Bruder, seinen linken Handschuh zu suchen und fand ihn schließlich in einem von Tais Schuhen. Und Herr Yagami pflückte seine Mütze von der Stehlampe neben dem Sessel. Alles in allem ein buntes Treiben, welches sich nach und nach auflöste. Und nachdem auch der letzte, in diesem Fall Agumon, der von Gabumon an seinem neuen roten Schal aus der Tür gezogen wurde, Kari und TK noch einmal zugewunken hatte, wurde es plötzlich ganz still. Und der Raum, in dem sie saß, kam Kari auf einmal viel größer vor. Sie starrte in die Flamme im Kamin und überlegte, was sie die ganze Zeit tun sollte. Vielleicht das Brettspiel ausprobieren, welches Tai den ersten Tag unter seinem Bett gefunden hatte. Es war wohl von jemandem dort vergessen worden. Jetzt komm, Zeile verloren. Aus der Küche her konnte sie immer noch Essgeräusche hören. Wahrscheinlich hatten die beiden hungrigen Digimon sich auch noch über den Christstollen hergemacht. Sie seufzte und hatte schon beschlossen, den beiden Gesellschaft zu leisten, als plötzlich weißer Mantel auf ihren Schoß landete. Sie blickte auf. Dort stand TK und lächelte auf sie hinab. Bei dich, sonst schaffen wir es nicht mehr. Wa? Begann sie, doch TK legte verschwörerisch einen Finger auf seine Lippen und zwinkerte ihr zu, eine Überraschung. Mit großen Augen sah sie zu, wie er sich seine Jacke und dann die Handschuhe anzog. »Nun mach schon, oder willst du frieren?«
Er klang amüsiert, als er ihr in einer schnellen Bewegung den Schal um den Hals band. Wie mechanisch zog sie sich die Jacke an und folgte ihrem besten Freund zur Tür, die er für sie aufhielt. Draußen stand schon so ein Holzschlitten, wie sie und Tai früher einen gehabt hatten. Damals waren sie damit stundenlang die Hügel um die Hütte herum hinuntergejagt. Auf ihren fragenden Blick hin deutete TK nur mit einem leichten Lächeln und einer kurzen Setz dich auf die Sitzfläche des Schlittens. Sie war nun doch sehr neugierig geworden und hat wie ihr geheißen. Augenblicklich nahm TK das Seil, welches vorne an dem Schlitten festgebunden war, und begann zu ziehen. Er rutschte ganz einfach über den Schnee. Und Kari musste bei dem Gedanken an die Tage ihrer zugegeben noch nicht allzu lange her gewesen Kindheit unwillkürlich leise kichern. Ihr Bruder und sie hatten immer so viel Spaß gehabt, aber was hatte ihr bester Freund nun vor? »Wo wollen wir denn hin?«, fragte sie ungeduldig nach ein paar Minuten. Doch er antwortete nicht. Konnte er vielleicht auch gar nicht, denn sein Atem begann durch die Anstrengung schneller zu gehen, was sie an den weißen Wolken erkannte, die über seinen Kopf aufstiegen. »TK?«, fragte sie, als sie den Fuß eines Hügels erreichten und sie erkannte, dass er sie da gleich hinaufziehen gedachte. »Alles in Ordnung, Kari. Wir sind gleich da«, antwortete er außer Atem, und sie versuchte, sich so leicht wie möglich zu machen, als es bergauf ging, obwohl sie wusste, dass das natürlich nicht funktionierte. Was für ein Zufall. Oben angekommen, kniete sie sich, so gut das eben mit einem Gips ging, besorgt neben TK, der in die Hocke gegangen war und nach Luft schnappte. Sie wollte ihn gerade fragen, ob er wirklich okay sei, doch er streckte nur den Arm aus und bedeutete ihr, nach vorne zu schauen. Jetzt blieb ihr fast die Luft weg. Von dem Hügel hatte man eine wundervolle Aussicht auf die in der Dunkelheit beinahe leuchtenden weißen Berge und auf das Dorf, in dem ihre Familie jetzt war. Die Lichter der Häuser schimmerten zu ihr hinauf und die bunten Lichter der Laternen tanzten geradezu. Es war, wie auf einer Spielzeugstadt zu schauen, einfach wunderschön. TK hatte sich mittlerweile halbwegs erholt und stellte sich neben sie. Obwohl sie den Mantel trug, spürte sie seine Wärme ganz deutlich. »So kannst du doch noch das Feuerwerk sehen«, meinte er sichtlich mit sich selbst zufrieden und strahlte sie geradezu an. Kari wusste gar nicht, wie ihr geschah. TK hatte mal wieder zuerst an sie gedacht und sich außen vorgelassen. Und sie schalt sich innerlich fast... Was? Entschuldigung, aber da steht, und sie schalt sich innerlich fast dafür, soll wahrscheinlich schämt heißen, dass sie so glücklich war. In diesem Moment war einfach alles perfekt, der Schnee, die Lichter, selbst ihr dummes Bein. Sie spürte, wie ihr langsam die Tränen in die Augen stiegen. »Kari?«, setzte TK an, doch er kam nicht weiter, denn er wurde fast von den Füßen gerissen. Kari hatte die Arme um seinen Hals geschlungen, vergrub ihr Gesicht in seinem Nacken. »Danke, danke, danke«, murmelte sie immer wieder, ihre Stimme gedämpft durch seinen Schal. »Hey, Kari«, flüsterte er und strich ihr sanft durchs Haar, »du verpasst noch das Feuerwerk.« Sie löste sich ein wenig von ihm und nickte, ihre Wangen ganz rot von der Kälte des Winters und der inneren Wärme, die sie spürte. In diesem Moment explodierte der erste Feuerwerkskörper und entsandte eine goldene Fontäne in den Himmel. Kari spürte, wie TK ihre Hand nahm und sie drückte. »Frohe Weihnachten, Kari!« Er wollte seine Hand schon wieder wegziehen, doch sie hielt sie fest. Sie wollte ihn nicht loslassen. Nie wieder. Er war ihr bester Freund, ihr Seelenverwandter. Ihr. Kari. Und in dem Moment, als ihre Lippen die seinen berührten, war das Feuerwerk plötzlich vergessen. Ja, das war die Digimon-Geschichte. Ein bisschen romantischer, Entschuldigung, ein bisschen romantischer, aber trotzdem schön. Ich sehe gerade, dass die 19 Minuten geht, das heißt, ich werde die splitten müssen.
Ich habe das jetzt in eins durchgemacht. Ich danke euch natürlich fürs Zuhören. Ich hoffe, euch haben diese zwei Videos gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Adventskalender von Dengoku Senpai für euch. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai.